So, Freunde, da sind wir wieder. Und wie ich das sehe, absolut zur richtigen Zeit. Weil jetzt kommen schon die kleinen Knospen raus. Dann wollen wir mal ein bisschen was für unser Herz tun. So, mein Display spiegelt natürlich wieder wie verrückt. Ich kann nichts sehen, sondern nur ahnen und hoffen, dass diese kleine Kamera irgendwie richtig aufnimmt. Dann wollen wir mal ans Ernten gehen. Geht's ja, ne? Ja, ja. Gut. Alles gut. Alles klar. Kommt ihr von Bergmeier? Von was? Bergmeier Günther? Nee. Ah, so. Ah. Ich glaube, es wird Zeit nach Hause zu fahren. Sonst holen wir es doch noch ein Nassen hier. So, Freunde. Jetzt muss ich erst einmal anfangen, die ganzen Blätter zu zupfen, weil ich bin ob der Kälte doch nach Hause gefahren und habe mir einen Strauß mitgenommen und mache hier weiter. Jetzt geht die Fitzelarbeit los. Von jedem Ast die kleinen Triebe abknipsen. So, hier kann man schon schön die Form der Blätter des Weißdorns, dies hier ist ein eingeriffeliger,
erahnen. Hier könnt ihr nochmal schön die Anordnung der Blätter sehen. Und später, wenn die Blüten kommen, dann gibt das nochmal extra Spaß. Dann werden die Blüten gesammelt und getrocknet. Und im Herbst kann man von den Beeren sogar Marmelade machen. So, das ist die Ausbeute vom ersten Zweig. Und die nächsten kommen sogleich. Alles klar. So, das ist die Ausbeute nach 3 Stängeln und weiter im Text. So, wie der Name Weißdorn sagt, neben dieser Triebe ist ein Dorn. Und die Kunst des Abpflückens besteht nicht darin, sich nicht zu stechen, sondern die besteht darin, das gut zu finden. So, die Ausbeute nach 5 Zweigen. Und wie gesagt, die Kunst besteht nicht darin, sich nicht stechen zu lassen. Die Kunst besteht darin, das gut zu finden. Der Geschmack dieser kleinen Blätter ist ein bisschen schwer zu beschreiben. Also vorne auf der Zunge ist er etwas süßlich. Dann schmeckt man ein bisschen Holz raus oder so, wie Holz riecht. Und hinten im Rachen merkt man aber schon, es ist astringierend, also zusammenziehend. So, für diese Ernte war es wirklich allerhöchste Zeit. Es bilden sich schon oben die ersten Blüten aus.